Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation, dem Podcast für feine Menschen, die ein wahrhaftiges Leben in Verbundenheit und Bewusstheit kreieren wollen. Ich bin Verena König und ich bin hier mit meiner lieben Freundin und Kollegin Kati Kleff für einen neuen Fragenfreitag verbunden und wir bewegen heute zwei sehr spannende Fragen von Hörerinnen. Es geht in der ersten Frage darum, wie wir damit umgehen können, wenn wir andere Menschen sehen, die selbst auch schwer tragen und das Gefühl haben, dass die nicht genug für sich tun. Wie können wir dann uns positionieren und uns auch innerlich ausrichten? In der zweiten Frage geht es darum, wie wir uns in der Beziehung zu einem Elternteil als Erwachsene innerlich klar und liebevoll und wohlwollend ausrichten können, wenn uns deutlich wird, dass das, was wir immer schon gesucht und uns gewünscht haben, auch heute leider nicht wirklich zu finden ist. Zwei spannende Fragen und wir wünschen euch viel wertvolle Erkenntnisse beim Lauschen und ja, eine wohltuende Inspiration. Hallo liebe Kati, wie schön, dass du da bist. Hallo liebe Verena, hallo liebe Menschen da draußen, die ihr uns zuhört in diesem Moment, ganz egal wo ihr gerade seid. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr wieder dabei seid beim Fragenfreitag und wir sagen hallo und herzlich willkommen. Lieber Oktober, zack sind wir drin im Herbst, hey, so schnell ging's. Dein Buch ist seit genau einem Monat draußen und es haben ja viele Menschen, die dir bei Instagram folgen, das sicherlich mitbekommen. Das war vergriffen in Woche 1 oder 2. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ging es denn dir damit, sag mal? Gemischt. Also zum einen ging es mir natürlich super gut damit, weil es gezeigt hat, dass das Buch auf offene Augen sozusagen getroffen ist und offene Herzen gestoßen ist. Und gleichzeitig war es leider auch schade, dass die Auflage, die erste, nicht groß genug war, um alle Bestellungen zu erfüllen, weil ja wir tatsächlich mit dem Ausmaß an Bestellungen und Vorbestellungen ein Ranking auf den Bestsellerlisten in Aussicht hatten. Und dadurch, dass dann aber durch den Nachdruck Lieferschwierigkeiten entstanden sind, ist das natürlich in der Mitte dann abgerissen. Und das ist schade für das Buch, für das Thema, extrem bedauerlich. Und ja, insofern geht es mir gemischt mit dieser ersten Buchveröffentlichung. Aber jetzt sollte es so sein, dass wieder genügend Ausgaben auch in den kleineren Läden vorhanden sind. Also wer es sich noch nicht besorgt hat, bin ich traumatisiert, erschienen bei GU Verena König seit dem 1. September im Handel und ein wunderbares Werk. Und sicherlich auch sehr hilfreich für die beiden Damen, die uns in dieser Woche die Fragen geliefert haben. Das sind zwar Fragen, die inhaltlich unheimlich gut zueinander passen. Die erste Frage kommt von der Sonja und dreht sich, du hast es in der Anmoderation schon gesagt, um das Thema, wie man Menschen ja praktisch dazu bewegen kann, sich zu bewegen. Ich lese mal ein paar Auszüge aus der Mail von der Sonja vor. Sie schreibt: Ich kenne viele Menschen, die sich nicht die Mühe machen, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen, so wie ich es tue, obwohl sie wissen, dass sie traumatisiert sind. Die Arbeit ist ihnen zu viel, die Angst vor ihrem Inneren hindert sie natürlich auch. Kann man diese Menschen unterstützen? Ist es sinnvoll, Energie zu investieren? Ich bin ein neugieriger Mensch und ein Erforscher, zudem hochsensibel. Es fällt mir daher manchmal schwer, diese Menschen zu verstehen. Und es gibt mir natürlich auch Sicherheit, wenn ich es verstehen könnte. Smiley auf dem Kopf. Dann ein bisschen zu ihrem Background. Sie schreibt, mein Vater hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, war alkoholabhängig, gewalttätig und scheinbar auch Teil einer Sekte. Das heißt, sie hat, sagt sie selbst, die volle Breitseite mitbekommen. Außerdem war sie das älteste von 4 Mädchen und hat das Gefühl, dass ihr Vater einen unglaublichen Hass auf Frauen, sie vermutet, seine Mutter hatte. Und dann schreibt sie von ihrem Ehemann und sagt, der ist ein Vermeider, wie ich es oben beschrieben habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Beziehung, die eigentlich keine ist, zumindest keine Paarbeziehung, mir gut tut. Ich arbeite noch an meinen Verlassensängsten. Hüft-OP mit 3 Jahren und dann war sie wohl auch ein Verschickungskind, aber das wird noch dauern, sagt sie. Ich glaube, das ist ein Thema, das ja immer wieder hier auch in den Fragen sich ganz deutlich rauskristallisiert und unheimlich viele Menschen bewegt, wie man andere bewegt, sich zu bewegen. Ja, und es ist eine sehr berührende Lebensgeschichte, die Sonja uns nur mit ein paar Stichworten schildert. Und
Ja, ist es, glaube ich, ganz fein, wenn wir da feinfühlig und kleinschrittig drauf eingehen, weil viel, viel drinsteckt in dieser guten Frage. Mhm. Und vielen Dank auch an Sonja für die Hintergrundinformationen, weil die wichtig sind für das Verständnis von Sonja für sich selbst, als auch für die anderen Menschen, wo ja eben diese Schwierigkeit auftaucht. Also ich möchte mal so beginnen. Es scheint ja für die Sonja ganz, ganz klar zu sein, dass eine Lösung für ja Schwierigkeiten im Hier und Jetzt das Auflösen eigener Geschichten darstellt. Also dass sie sich bewusst ist, wenn wir uns unserer Geschichte bewusst werden und wenn wir damit gescheit umgehen, dann können unsere Beziehungen gut sein, dann steigt unsere Lebensqualität und all das. Also sie hat eine Sicht auf die, ich nenne es mal die Psychodynamik von einem Menschen, der wir, glaube ich, beide zustimmen können. Ja. Wenn wir uns um unsere Sachen kümmern und unsere Traumata transformieren, integrieren, dann wird einfach die Welt besser. Und gleichzeitig spricht Sonjas Lebensgeschichte oder das, was sie uns aus ihrer Kindheit berichtet hat, auch, also besonders die Vatergeschichte, von eben genau dem Gegenteil. Also der Vater, der seine eigene wahrscheinlich Traumatisierung, das Thema mit seiner Mutter und was da alles vielleicht drinsteckt, nicht reflektiert hat, hat voll heftig auf die Kinder projiziert. Also die vier Mädchen, die seinen Hass abbekommen haben. Also da ist auch die Erfahrung für mich sichtbar in der Geschichte, wie destruktiv es sein kann, wenn Menschen einfach unreflektiert ausagieren. Und Sonja spricht ja auch davon, dass es ihr Sicherheit geben würde, wenn sie wüsste, die anderen kümmern sich darum oder wenn sie wüsste, sie könnte verstehen, weshalb sie nicht so agieren. Das vielleicht so als Vorbau, um zu verstehen, wie es eigentlich auch zu diesem großen Bedürfnis kommt, die anderen in Bewegung zu bringen. Also im Grunde ist der Wunsch, die anderen in Bewegung zu bringen, der Wunsch nach Sicherheit im eigenen Leben. Da haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen hier schon mal drüber gesprochen, über dieses Bedürfnis hinter dem Bedürfnis, dass sich das vermeintlich immer anfühlt, so ich würde mir das ja für den anderen so sehr wünschen, dass er aufwacht, dass er sich um sich kümmert und dass er das alles realisiert. Aber häufig, wenn man dann so ein bisschen eine Ecke weiter um die Ecke schaut, dann stellt man fest, dass es nur sekundär eigentlich mit dem anderen zu tun hat, zumindest im Unterbewusstsein. Und primär tatsächlich mit dieser Sehnsucht und dem Bedürfnis nach der eigenen Sicherheit, die ja dann eine sehr alte ist in diesem Moment. Richtig. Und das ist vielleicht auch nochmal gut zu erwähnen, dass das überhaupt nicht verwerflich ist. Also dass dieses Bedürfnis hinter dem Bedürfnis zu erkennen gar nicht verwerflich ist oder in irgendeiner Weise die Person zu einem schlechten Menschen macht oder irgendwas. Ne? Genau, sondern es geht vor allem darum, ja eben sich selbst auch noch besser zu verstehen. Ja. Und dann finde ich so interessant, dass Sonja schreibt, sie selbst ist die neugierige Erforscherin, die auch hochsensibel ist und die über das Erforschen und das feine Spüren ihre Sicherheit findet. Und ich glaube, dass wir uns bewusst sein dürfen, das kann eigentlich in keinem Kontext schaden, also ob Trauma hin oder Trauma her, dass wir alle unterschiedliche Arten und Weisen haben, zu kompensieren oder eleganter gesagt, mit dem, was in uns ist, irgendwie klarzukommen. Und je nachdem, zum einen, wie wir von unserer Konstitution her sind, also mit dem, was wir mitbringen, oder wie wir auch geprägt wurden, sind wir entweder diejenigen, die eher zum Hinschauen und Anpacken und Mentalisieren und Rationalisieren neigen, also die sich auseinandersetzen, oder wir sind eher die, die zum Dissoziieren und wegdrängen und darüber hinweggehen neigen. Mhm. Das sind im Grunde zwei generelle Richtungen von Kompensationsstrategien, die Menschen unbewusst wählen oder die mit ihrer Konstitution zu tun haben. Also sprich, entweder wirklich in die Handlung zu kommen und es unbedingt verstehen zu wollen, um Sicherheit zu erfahren, oder eben genau das Gegenteil zu machen und lieber nicht hinzuschauen. Aber das Ziel ist das gleiche, nämlich Sicherheit zu erfahren. Ganz genau, exakt. Spannend. Ja. Und das ist total spannend, weil wir sind dann, je nachdem wie wir gepolt sind, eben natürlich aus dieser Sichtweise dabei, die anderen zu beurteilen oder einzuschätzen oder zu bewerten. Und für Sonja ist es eben überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Leute nicht da rangehen. Und sie entwickelt dann, oder ja, hat es ja formuliert, dass dann da auch Interpretationen sind.
Also sie entwickelt Interpretationen, dass diese Menschen die Arbeit zu mühselig finden, dass es ihnen zu viel ist oder dass sie Angst davor haben. Und das könnte beides sein. Und es könnte aber auch sein, dass es einfach nur die Wahl der jeweiligen Stabilität ist, die ein Mensch getroffen hat. Das finde ich wichtig, erstmal einfach anzuerkennen und jemandem zuzugestehen. Hm. Ja, es ist vielleicht, wenn wir dafür ein Beispiel nehmen wollen, wenn wir uns unsere Eltern- oder Großelterngeneration anschauen, die kriegstraumatisiert wurden und die dann in ihrer Jugend und in ihrem frühen Erwachsenenleben im Grunde damit konfrontiert waren, aufzubauen und in einer sich neu bildenden Gesellschaft oder Welt einen Platz zu finden. Da gab es kein Bewusstsein dafür, dass man traumatisiert ist oder dass man vielleicht was reflektieren sollte oder könnte und dass man vielleicht auch dadurch geschwächt sein könnte. Also wir haben ein riesiges kollektives Feld des Funktionierens, der Kompensation über Ausblenden und Wegschauen. Und das sitzt uns kollektiv sozusagen tief in den Knochen. Und jetzt sind wir in einer Art, würde ich sagen, gesellschaftlichem Wandel und auch in einem Paradigmenwechsel, weil wir mentale Gesundheit und die Selbstreflexion, Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung sehr mit Werthaftigkeit ausgestattet haben in der Zwischenzeit, was ich enorm wertvoll finde. Und dringend an der Zeit. Und dringend an der Zeit ist, genau. Ja. Aber es ist eben ein neues Feld, wo wir wenige Referenzen haben, weder in unserem Umfeld noch in unseren Ahnenreihen und wo wir uns bewusst sein dürfen, diejenigen, die diese Bewusstseinsarbeit tun und die da bewusst hinschauen, die haben die Kraft dafür in der Regel und haben eben die Konstitution dafür und bahnen vielleicht auch einen Weg für die, die nach ihnen kommen. Und ja, im Grunde will ich darauf hinaus, dass wir anerkennen dürfen, dass immer in dem Moment, wo wir gerne jemanden bewegen wollen, es so zu machen, wie wir uns einen Moment zurückhalten dürfen, um zu spüren, wäre das wirklich die Lösung oder wäre das etwas Heilsames in diesem Moment oder wünsche ich mir eben, wie du sagst, nur Sicherheit oder wie wir es schon rauskristallisiert haben und verwehre mir die Möglichkeit anzuerkennen, dass auch diese Umgehensweise, die jemand anderes wählt, Sicherheit geben kann. Vielleicht darf ich noch eine kleine Inspiration dazugeben, weil es gab, was dieses Thema angeht, einen Satz, der bei mir eine unglaubliche Tür geöffnet hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, von wem ich ihn gehört habe. Vielleicht hast du ihn sogar gesagt. Gerade Menschen, die vielleicht noch nicht dafür bereit sind, sich Wahrheiten oder Wirklichkeiten oder der eigenen Biografie zu stellen und in die sogenannte Vermeidung gehen oder in die Dissoziation, das alles jetzt mal umgangssprachlich ausgedrückt, das einfach alles noch wegpacken und das ist auch alles gut so, wie es ist. Das ist ja eine Überlebensstrategie. Ja, genau. Und zu mir hat mal jemand gesagt, weißt du, kein System wird sich öffnen, wenn es sich nicht in Sicherheit fühlt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir in unserem Gegenüber rumpröckeln und sagen, schau doch mal dahin und meinst du nicht, du solltest und ich bin der Meinung, du bist traumatisiert und du solltest es. Das ist ja genau das, was diese Strategie auf keinen Fall zulassen will. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je weniger man im anderen herumbohrt und Fragen stellt und ich sag mal, den Forschergeist auf sich selbst oder auf das Thema bezogen ist was total Tolles. Aber im Gegenüber kann es manchmal auch ein bisschen übergriffig sein und ich glaube überhaupt nicht zielführend, weil ganz im Gegenteil, ich stelle mir da immer so eine Seeanemone vor, die so sich ganz schnell wieder zurückzieht genau. Im Korallenriff, ja. Weil das natürlich massiv bedrohlich ist. Richtig, genau. Also ja, das sind so wichtige Essenzen, die wir auch total ausdehnen könnten, weil das ganz große Themen betrifft. Und ich bin ja auch eben ein bisschen sehr in die Weite und Breite gegangen. Und du hast das jetzt gerade wieder schön auf den Punkt gebracht, worum es in dem Zwischenmenschlichen geht. Wir müssen uns klar machen, worüber bezieht mein Gegenüber seine Sicherheit. Wenn ich meine Sicherheit über Reflexion, Kontrolle,
hinschauen und so viel wie möglich mitbekommen beziehe, dann ist das meine Art, Sicherheit zu beziehen. Und wenn der andere seine Sicherheit bezieht über sich abgrenzen, sich ablenken, vielleicht auch vermeiden, was ein Wort ist, was sehr schnell bewertet wird, aber eben als Überlebensstrategie großartig hilfreich sein kann, dann dürfen wir uns bewusst sein, dass es eben die Sicherheitsstrategie des anderen. Und genau wie du es gesagt hast, sobald wir die Sicherheit eines anderen völlig unbeabsichtigt vielleicht bedrohen durch unsere Ansprüche oder Wünsche, wird eher die Gegenbewegung ausgelöst. Und deswegen, da können wir vielleicht konkret auf die Frage von der Sonja zurückkommen, wie kann man solche Menschen unterstützen? Ich lebe da gerne eine Einladungskultur. Also statt es irgendwie invasiv, jetzt um es mal ganz krass zu sagen, jemandem anzubieten oder jemandem vorzuschlagen im Sinne eines Schlages, eher Inspiration zu sein, von sich ein bisschen zu erzählen, Fragen zu stellen und auch sich dafür zu interessieren, wie geht's dir denn eigentlich mit deiner Strategie? Also sich für den anderen auch zu interessieren, nicht nur für das, was er vielleicht aufzuarbeiten hat oder wie es wohl wäre, wenn er das täte, sondern sich dafür zu interessieren, wie funktioniert denn diese Strategie eigentlich und was gibt es da, was ich vielleicht auch davon lernen kann, um vielleicht auf meiner Seite etwas mehr Kontrolle loslassen zu können, vielleicht ein bisschen mehr auch mal fünfe gerade sein lassen zu können und mich zu entspannen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich auch in der Vergangenheit mich häufig sehr intensiv mit den Biografien meines Gegenübers beschäftigt habe, weil in der Zeit konnte ich mich nicht mit meiner eigenen beschäftigen. Das könnte auch noch so ein kleiner leiser Aspekt sein. Wobei die Sonja ja schreibt, dass sie schon auf der Reise ist und sich auch begleiten lässt und so. Und da wollen wir dich, liebe Sonja, auch weiterhin stark drin bekräftigen. Einfach weiterhin dich kennenzulernen, deine Strategien zu verstehen, dir wohlwollend zu begegnen und geduldig zu begegnen. Und ich glaube, dass dann auch ganz, ganz viele Antworten auf noch offene Fragen irgendwann von ganz alleine in den Raum purzeln. Und dann versteht man sich und auch andere besser. Das ist ganz, ganz, ganz wunderbar zusammengefasst. Und vielleicht kann ich noch hinzufügen, auch wirklich in größter Wertschätzung und mit größtem Wohlwollen für das, was Sonja uns anvertraut. Wir können auch Beziehung oder Bindung und Verbundenheit spüren oder aufbauen, wenn wir unterschiedliche Überlebensstrategien haben. Ja. Ja, wir können auch darüber hinaus uns fühlen und wahrnehmen und das ist vielleicht auch ermutigend. Diese beiden Themen von heute, die würden eigentlich so einladen, mal einen kleinen Ausflug in die Systemik zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier den Rahmen sprengt. Vielleicht bietet sich ja die zweite Mail dazu an. Wir haben diese Nachricht anonymisiert auf Wunsch. Wir nennen die Autorin mal Claudia. Und das Thema ist ein bisschen verwandt zum ersten, nämlich auch da geht es um Verantwortung für einen anderen Menschen, in dem Fall für den Vater, weil der spielt im Leben von der Claudia eine große Rolle. Sie ist in einer Familie aufgewachsen, in der beide Eltern Trauma nicht verarbeitet haben. Besonders bei dem Vater hat sich das gezeigt, war sehr impulsiv, ist häufig aus dem Nichts in die Luft gegangen, hat sich auch immer mehr von den sonstigen Familienaktivitäten zurückgezogen und war, wie sie schreibt, emotional für sie überhaupt nicht greifbar. Die Mutter war ein bisschen das Gegenteil, die hat es besser geschafft, mit ihren Themen und Belastungen umzugehen, hat sich unheimlich bemüht, das Bild einer heilen Familie aufrechtzuhalten und hat sich, wie die Claudia schreibt, für die Kinder mehr oder weniger ziemlich aufgeopfert. Bruder hat ein Entwicklungstrauma oder kam mit Entwicklungsverzögerungen, so schreibt sie es, auf die Welt. Da war sie 3 und das hat wohl unheimlich viel Aufmerksamkeit der Mutter gezogen. Ich habe in dieser Konstellation, schreibt sie, schon früh gelernt, einerseits Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, aber auch für das Wohlbefinden meines Vaters. Kurz vor dem Abitur ist er ausgezogen und hat sich dann gefühlt nicht nur von der Mutter getrennt, sondern auch von uns Kindern. Ich glaube, dass er sich nie so richtig in seiner Vaterrolle finden konnte. Dementsprechend schwierig war die Zeit, als er noch bei uns gewohnt hat.
Und jetzt kommen wir in die Gegenwart und auch genau zu dem Anliegen, was die Claudia hat mit ihrer Mail. Ich versuche bis heute eine Beziehung zu meinem Vater aufzubauen, was mir aber nicht so richtig gelingen will. Er sieht mich eher als seine große Schwester, die er nie hatte, oder seine Therapeutin, Beraterin. Jedes Treffen oder Telefonat dreht sich darum, wie er keine Beziehung zu seiner Mutter aufbauen kann und warum die Beziehung zu meiner Mutter kaputt gegangen ist. Ich erinnere mich, dass ich diese Rollen für ihn schon sehr früh in meiner Jugend eingenommen habe. Heute mit 32 spüre ich noch immer dieses kindliche Bedürfnis danach, einen Vater haben zu wollen. Ich merke zwar, dass mich dieser Wunsch nur immer wieder in die Enttäuschung führt, aber ich kann nicht davon loslassen. Dann schreibt sie noch, dass sie seit einem halben Jahr selbst in therapeutischer Begleitung ist und dass sich da auch schon viele Ängste gezeigt haben und dass ihr Vater vor ein paar Jahren noch einen Suizidversuch, ist seitdem in gesetzlicher Betreuung und das alles macht ihr einfach unglaublich zu schaffen. Was kann ich tun, um mich von dem Wunsch nach einem Vater, den ich nicht hatte, zu lösen? Und wie kann ich mich endlich auf den Weg zu meinem eigenen Glück machen? Total berührend, ja. Wahnsinnig berührend. Und ich ergänze noch einen Satz, den sie geschrieben hat, der tatsächlich so sehr die Verwandtschaft zu der Frage von Sonja darstellt. Mhm. Ich weiß, dass sich unsere Beziehung nur wieder heilen lässt, wenn er bereit dazu ist, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen. Leider ist er das aber nicht. Mhm. Ja, genau. Oh ja, also ich habe auch tief durchgeatmet, als du gerade noch mal vorgelesen hast und möchte auch erstmal für alle, die so etwas kennen, was Claudia hier beschreibt und für Claudia selbst natürlich ganz viel Mitgefühl rausschicken über den Äther, weil ja es so zu Herzen gehend ist, hier zu lesen oder zu spüren, wie viel Liebe in der Frage mitschwingt, wie viel Verbundenheit zu diesem nicht wirklich erreichbaren Vater als Sehnsucht existiert. Und ja, ich glaube, da wird das Herz ganz warm beim Zuhören. Also, auch hier haben wir ja viel Information bekommen von unserer wertgeschätzten Lauscherin. Und ich möchte hier kurz so ein bisschen was, es klingt sehr nüchtern, aber ein bisschen Analyse von dem darstellen, was uns die Claudia anvertraut hat, was zu dieser Dynamik führt, in der sie jetzt gerade steckt. Ich glaube, dass Claudia zwei Dinge sehr introjiziert hat von ihren Eltern. Also zum einen den Vater in seiner Schwäche wahrgenommen hat und zum anderen die Mutter, die sich aufgeopfert hat. Also eine Mutter, die mit, wie Claudia schreibt, mit ihren eigenen Traumatisierungen auch nicht wirklich in eine Heilungsbewegung kommen konnte, scheinbar, das wissen wir ja immer nie so genau. Aber sie hat auf jeden Fall einen hilfsbedürftigen Menschen als Elternteil wahrgenommen und einen aufopfernden Elternteil. Und einen aufopfernden Elternteil, der gleichzeitig überfordert war durch die vielen Anforderungen. Und das, was sich dann in der Claudia entwickelt hat, ist etwas, was wir schon mal oder in einer Solo-Folge ich besprochen habe, was wir Parentifizierung nennen. Mhm. Also, dass wir mit der Verantwortlichkeit, die wir innerlich dann entwickeln als Gefühl, uns aus der Kindposition heraus begeben. Deswegen hier auch wieder die Systemik, auf die du gerade Bezug genommen hast, und uns eher in eine Geschwisterrolle oder Elternrolle begeben. So hat sie es ja auch tatsächlich benannt. Es ist so, als wäre ich seine große Schwester oder seine Therapeutin. Ah, das fand ich auch extrem bemerkenswert. Das habe ich in so einer Klarheit auch noch nie gehört. Das ist ja wirklich, das springt ja sofort ins Auge. Sehr außergewöhnlich, also sehr bemerkenswert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist ihr sehr, sehr, sehr klar. Und das wird natürlich helfen, um sich da ja auch in eine integrative Bewegung zu bringen. Aber es ist eine ganz komplexe Situation, auch eine ganz komplexe innere Situation, weil die Idee zur Lösung, also die kindliche Idee, wenn ich Verantwortung übernehme, wenn ich mich in die Position, in die Rolle begebe, zu helfen, zu stützen, vielleicht zu retten, dann wird das hier gut werden. Die wird bis heute fortgeführt und bis heute funktioniert sie nicht. Ja. Mhm.
Und da hinzuschauen ist ja etwas, was sie gerade auch tut und wo sie gleichzeitig konfrontiert ist, würde ich sagen, oder alle Menschen, die in einer solchen Situation sind, sind damit konfrontiert, sich fragen zu müssen, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich Tochter bin? Also das ist eine Frage, die vielleicht ganz schön krass klingt, aber das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen oder dürfen. Wer bin ich, wenn ich Tochter bin? Und damit meine ich nicht unbedingt die Frage, was sind das für innere Kindanteile, die Tochter sind, sondern wie wäre es, heute Tochter zu sein von diesem Menschen, der ist, wie er ist. Von diesem Menschen, der Probleme hat, der sogar eine gesetzliche Betreuung braucht, was ein Abbild davon ist, wie schwer die Beeinträchtigung ist, also wie hilfsbedürftig er tatsächlich ist. Und wie könnte es sein oder sich anfühlen, wenn ich das akzeptiere, dass ich die Tochter dieses Menschen bin? Nicht seine Stütze, nicht seine Therapeutin, nicht seine große Schwester, sondern die Tochter. Das ist eine große, große Aufgabe, die man auch bitte mit großer Vorsicht angeht und auch wieder nicht mit der Hauruck-Methode, weil es natürlich bedeutet, dass man so ein bisschen aus so einer, ja, jetzt benutze ich vielleicht auch zwei harte Worte, aber aus so einer toxischen Loyalität auf eigene Kosten sich langsam aber sicher befreit. Also es ist natürlich wundervoll, wenn das Verhältnis zu der Herkunftsfamilie, zu den Eltern so gut ist, dass man sie unterstützt und für sie da ist, aber natürlich nicht auf Kosten des eigenen Wertes, weil, und das haben wir ja auch schon häufig betont, wir haben so die krude Idee, dass wir weniger wert sind als unser Gegenüber. Aber liebe Claudia, du bist genauso wertvoll wie dein Vater. Und hast natürlich absolut, um auf deine letzte Frage einzugehen, auch das Recht auf eigenes Glück und auf einen eigenen Weg. Ja, wunderbar formuliert. Und ich habe das so nüchtern dargestellt vorhin. Und es ist mir sehr bewusst und ich glaube, es ist ja auch sehr spürbar, dass wir, wenn wir uns diese Frage stellen und wenn wir uns versuchen, wieder einzunorden auf den Platz im Leben, der eigentlich ja zu uns gehört, nämlich hier in dem Sinne der Tochterplatz, dann werden wir sehr konfrontiert mit dem Schmerz aus diesem ganzen Leben. Also die ganze schmerzliche Erfahrung aus der Vaterbeziehung und eben natürlich dann auch aus der Mutterbeziehung und der ganzen Familienbeziehung wird in diesem Prozess nochmal auf eine neue Art spürbar. Es ist ja so, dass ich würde sagen, vermutlich die Claudia die ganze Zeit mit dem Schmerz konfrontiert ist, den sie ja auch spürt, wenn sie mit ihrem Vater in Kontakt ist. Und es ist natürlich auch ganz, ganz furchtbar, wenn es tatsächlich auch zu einer lebensbedrohlichen Situation kam, also der Vater tatsächlich beinahe aus dem Leben geschieden ist durch einen Suizid, was also für Kinder oder alle liebenden Menschen einfach ganz, ganz grauenvoll bedrohlich ist und wo man natürlich auch den Reflex in sich hat, den anderen zu behüten, dahin zu streben, auch mit der schützenden Aufmerksamkeit. Und gleichzeitig ist diese Art Konfrontation mit dem Schmerz immer noch verknüpft mit der, wie ich es vorhin nannte, Idee von einer Lösung, die wir über dieses Verhalten reinbringen könnten. Und vielleicht müssen wir das auch nochmal klarstellen. Selbstverständlich ist es total wunderbar, wenn wir als erwachsene Kinder in unserer Familie auch eine Beziehung mit unseren Eltern führen können, die auf Augenhöhe ist, wo wir einander unterstützen und gegenseitig uns gut tun. Aber in einer komplexen Gemengelage, wie sie hier beispielsweise in der Geschichte von Claudia definitiv gegeben ist, müssen wir einfach versuchen, es zu differenzieren. Ja, wo ist es unterstützend und wo ist es eine erschöpfende Dynamik, in der wir uns befinden, wo wir in der Angst weiter existieren, es passiert etwas Schlimmes, wenn ich nicht mich kümmere, wenn ich nicht diese Rolle einnehme und wo wir gleichzeitig merken, wenn ich da weitermache, dann werde ich leider mein eigenes Glück und meine eigenen Potenziale sehr einschränken. Und das ist ja eigentlich auch immer wieder das Magische, denn genau dieses Wissen, das die Claudia ja auch in sich hat, hat sie dazu bewegt, diese E-Mail zu schreiben. Mhm. Also sie spürt ja total, dass es da eine Situation gibt, die ihr wirklich auf Dauer überhaupt nicht gut tut und dass da vielleicht noch ein kleines Mädchen aktiv ist, das schon als kleines Mädchen viel zu klein war,
um so schwer zu tragen. Ja, genau. Und ich glaube, dieses kleine Mädchen, das darf man mal kennenlernen und so langsam damit in Kontakt kommen und ihm diese unglaubliche Last von den Schultern zu nehmen. Ja, also ich hoffe sehr, dass das in diese Richtung in der Therapie passiert, die Claudia macht, dass sie da ganz viel Unterstützung und Nährendes für ihre inneren Kindanteile bekommt und dass sie sich Schrittchen für Schrittchen ein bisschen dieser Realität annähern kann, dass sie nicht für alles verantwortlich ist und dass sie diese Last nicht tragen muss. Und vielleicht ist es da auch gut, nochmal diesen anderen Folgen zu lauschen, die wir schon aufgenommen haben, die wir auch verlinken, wo es auch schon mal um Parentifizierung ging oder auch um diese Frage der Verantwortlichkeit und des Bedürfnisses zu helfen. Ja, weil ich glaube es, wie soll ich das sagen, wenn wir uns das auch nochmal vergegenwärtigen, dass da dieses kleine Mädchen ist oder verschiedene Mädchen in verschiedenen Altern, die einfach versucht haben zu stabilisieren, dann ist da ein großes, großes Maß an Spannung im Inneren und dahinter vermutlich auch eine ganz große Portion Traurigkeit eben und auch Schmerz über diese ganzen Verluste und dann auch die Trennung und diese Distanz, die zwischen dem Vater und den Kindern entstanden ist und all das. Und das aufzuarbeiten oder das in eine Geborgenheit zu bringen und dem Halt zu geben, ist ein großer Prozess. Und dieses Ziel, mit dem Vater in eine gute Beziehung zu kommen, ist ein Teil von diesem großen Prozess. Das sollte meiner Ansicht nach nicht das Hauptanliegen sein. Das ist zwar schnell nachvollziehbar, dass es zum Hauptanliegen wird. Aber das Hauptanliegen würde ich einladen zu verschieben nach innen und mir vorzustellen, wie kann ich es zum Anliegen machen, dass es mir innerlich besser geht und ich dadurch nach und nach eine Veränderung in der Beziehung mit dem Vater erleben kann. Liebe Claudia, und du bist ja schon auf dem Weg. Und wie? Ganz, und ganz erst 32. Toll. Absolut. Ja, super, ganz toll unterwegs. Ich glaube, für den Ausflug in die Systemik wird es heute ein bisschen knapp, aber vielleicht wäre das ja ein Thema für die nächste Folge. Ja, also wir haben das jetzt mal eben aufs Zettelchen geschrieben und ja, das passt so sehr zu den Parentifizierungsthemen, zu Loyalitätsthemen und zu den ganzen Vater-Mutter-Dynamiken natürlich sowieso. Mhm. Also danke für den Anstoß, liebe Kathi, und danke, liebe Claudia, für deine Offenheit und für diese berührende Formulierung und das Berührende uns sichtbar machen, was so viele Menschen kennen. Und danke nochmal auch an die Sonja für die Frage. Vielen Dank euch. Da schließe ich mich an. Danke auch für eure Nachrichten. Schreibt uns jederzeit über Instagram, über die tolle Seite von Verena, über YouTube. Lasst uns Kommentare da. Schenkt uns Sternchen bei Apple Podcasts, wenn ihr möchtet. Und habt ein feines Wochenende. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, liebe Verena. Ich freue mich. Ich freue mich auch und ich danke dir von Herzen, liebe Kathi. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel Wertvolles für dich mitnehmen kannst. Wie Kathi schon erwähnt hat, kannst du selbst auch eine Frage für den Fragenfreitag einreichen. Hierzu schreibe uns ganz einfach an support@verenakönig.de und dann wird deine Frage liebevoll aufgenommen. Sei auch nochmal herzlich eingeladen, auf Kathis Webseite vorbeizuschauen, auf meiner Webseite vorbeizuschauen, uns auf Instagram oder Facebook zu besuchen und dich zu verbinden mit anderen feinen Menschen. Beispielsweise auf der Transformationsinsel in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe, in der ja ein sehr intensiver und ganz wertschätzender Austausch stattfindet. Außerdem möchte ich dich sehr herzlich einladen, falls du es noch nicht kennst, dir einmal mein Buch anzuschauen, das wir zu Beginn der Folge erwähnt haben. Viele reichhaltige Informationen sind dort auf den Punkt gebracht und ich finde es so wichtig, dass wir dieses Wissen gemeinsam in die Welt tragen. Für heute soll es genug sein. Ich danke dir von Herzen für dein Lauschen. Kathi und ich danken dir sehr für dein Lauschen und für die Verbundenheit. Alles Liebe für dich und bis bald. Tschüss.